Peter Harnisch, Ehrenpräsident des Landessportbundes. Und zu Ihrer aktiven Zeit, ja, da gab es auch schon ISBTW international mit den weltbesten Fahrern aus mindestens 8 Nationen. Ihre Würdigung bitte. Nun, ich glaube, man kann Dank und Anerkennung sagen, was hier der Verband geleistet hat, ist außergewöhnlich, denn ich erinnere mich an die Anfänge vor 40 Jahren und bin sehr stolz, dass ich auch dabei sein konnte, ja, als Sportfunktionär einerseits, aber auch in meinem damaligen Beruf als junger Polizeioberrat weiß ich, dass ich damals in den 70er Jahren den Auftrag kriegte von Senat und vom Polizeipräsidium. Es war ja eine schwierige, eine sehr diffizile Aufgabe, weil zum ersten Mal sowjetische Fahrer eben hier zum Sport, aufgrund der Stadtväter-Einladung ging das ja, dass das auch im damaligen West-Berlin stattfinden konnte, dass wir in diesem wunderbaren Stadion diese Veranstaltung durchführen konnten. Und die russischen Fahrer waren ja meistens in der Weltspitze neben den skandinavischen Fahrern und wir waren natürlich darum bemüht, dass wir eine friedliche Veranstaltung über die Bühne ziehen konnten und dass vor allen Dingen unseren Gästen aus der Sowjetunion nichts passierte, denn die sowjetische Botschaft hat damals eben sehr darauf geachtet, dass alles nach den Formalien abgewickelt wird, dass es keine Fahnenprobleme gab. Und insofern bin ich froh, dass quasi nach den Vorbereitungen im Jahre 1974 wir bereits seit 1975 diese großartige Veranstaltung für nunmehr 40 Jahre hier in Berlin durchführen und organisieren konnten. Eine sehr spektakuläre Veranstaltung mit vielen Höhepunkten. Und wir wissen, dass da ein bisschen Unterstützung notwendig ist. Ich habe mal von 2500 Strohballen gehört, was da im Hintergrund organisatorisches ablaufen muss. Das ist ja enorm. Aber ich weiß auch von den Zuschauern, dass ja überwiegend Zuschauer aus dem Bundesgebiet und aus dem Ausland nach Berlin kommen. Jetzt müssen wir eigentlich mal einen Appell loswerden, dass auch die Berliner noch mehr ins Stadion, ins Eisstadion Wilmersdorf strömen und auch neuerdings natürlich unsere Bewohner im Ostteil Berlins. Ja, es ist so, dass leider auch von den Berliner Medien, besonders von der schreibenden Presse, diese Veranstaltungen sehr stiefmütterlich behandelt werden. Sie hätten es wirklich verdient, dass mehr Leute kommen. Also ich erinnere mich besonders an das Jahr 1990, das könnte man hier beispielhaft nennen, als die Bürger aus der DDR damals nach der Öffnung der Mauer nach Berlin konnten. Und in der damaligen DDR, haben wir gelernt, gab es eine große Motorsportgemeinde, kamen Tausende von Motorsportfans, zum Beispiel aus Aschersleben oder überall aus den Teilen auch der damaligen DDR, als wir sie zu Sonderkonditionen mit einer Sondertribüne hier unterbringen konnten. Und insofern ist das immer eine sehr spektakuläre Veranstaltung. Die Leute kommen von weit her zum Zuschauen. Wir hatten ja in diesen schönen, guten Jahren weit über 10.000 Besucher an diesen Wochenendtagen. Und das wäre schön, wenn neben vielen anderen Großveranstaltungen in der Stadt auch diese wichtige internationale Motorsportveranstaltung weiter unterstützt und entwickelt werden könnte. Denn es ist schon etwas Besonderes, was hier geboten wird, was man von nahem sehen kann bei diesem ISBTW mitten im Herzen Berlin mit vielen hunderten ehrenamtlichen Helfern. Man kann nur ein großes Dankeschön sagen, immer wieder, wie die Menschen schon Tage vorher daran arbeiten, um das vorzubereiten, damit sich eben diese Wettkampfstätte, das Dom-Eisstadion, in dieser wunderbaren Kulisse darstellt. So kennen wir Peter Harnisch. Danke, einen schönen Abend.